Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier kommt ein oder hier kommt auch schon das Update zu Remnant from the Ashes, wie versprochen. Hatte ich ja gesagt. Also im letzten Video hatte ich ja erklärt, wie man hier die Verbrauchsgüter, Materialien und das Geld sich hier cheaten kann. Seht ihr ja hier auch noch. Was noch offen war, den Eigenschaftsrang, die Punkte und hier die EP. Ich bin das Ganze nur eben ganz falsch angegangen. Ich habe dann gar nicht mehr dran gedacht, Moment mal, ich habe hier unten doch auch Zahlen. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, ich habe einen Weg gefunden, wie man sich diese Punkte hier vervielfältigen kann. Also jetzt kommt in diesem Video tatsächlich, ja, eigentlich zwei, aber für mich, ich unterteile es mal in drei Sachen. Einmal nämlich, man kann die Eigenschaften selbst, kann man einfach vervielfältigen. Und das geht auch mit Cheat Engine relativ simpel. Ich mache das jetzt einfach mal mit dem Wissen der Ältesten. Einfach mal, weil das den höchsten Wert hat. Und dann werde ich es auch mal mit einem von denen machen, die nur eine 1 haben. Beispielsweise hier mit schneller Finger. Da kann man das dann auch sofort sehen. Vitalität kann ich dann auch gerne machen. Also ich habe nur 12 Punkte. Wenn die weg sind, ist halt vorbei. Dann müsste ich wieder neue farmen. Und das geht halt schlecht. Deswegen zeige ich es einfach mal anhand vom Wissen der Ältesten. Also da kann man dann so seinen Rang sozusagen erhöhen. Ich tippe jetzt einfach mal in Cheat Engine rein. Ich hoffe, dass ihr das jetzt sehen könnt. Weil mir ist beim letzten Mal bei der letzten Aufnahme aufgefallen, dass da eine gewisse Verzögerung drin ist, dass es einen kurzen Moment schwarz ist und dann erst umblendet. So, wir nehmen Remnant. Ja, da braucht er ein bisschen. So, und jetzt sucht man ganz einfach nach dem aktuellen Bereich dieses Werts. Nämlich die Nummer 6. Wichtig, hier auch wieder aufpassen, wenn... Wow. Wichtig, hier auch wieder aufpassen, wenn es hier mehrere Werte mit dem gleichen Wert gibt. Also 1, 1, 1, 1, 1. Dann würde ich euch vorher empfehlen, den einfach um 1 nochmal zu erhöhen. Wenn man genug Punkte verfügbar hat, dann kann man da nochmal 1 ausgeben. Sozusagen, um hier beispielsweise, wenn jetzt die beiden Vierer, da würde ich jetzt einfach... Ja, 5 ist auch wieder schlecht, weil der hier auf 5 ist. Den auf 6 erhöhen ist auch schlecht, weil der auf 6 ist. Hat man ja in der Regel nicht so jetzt hat. Aber da würde ich den jetzt einfach zum Beispiel, ja, zum Beispiel auf eben 6 erhöhen. Ne, aber das ist auch schlecht. Dann müsste ich den jetzt erst auf 7 erhöhen, damit ich sozusagen, oder den auf 7 erhöhen, dann kann ich, nee, ja genau, dann kann ich den auf 6 machen. Muss ich aber auch 3 Punkte ausgeben schon mal. Und dann erst kann ich anfangen zu suchen. Aber wenn es mehrere sind, geht's auch. Dann braucht man einfach nur mehr Suchläufe. Was ich halt sagen will, ist, passt da einfach auf. So, 6 habe ich gesucht. Ich mache nochmal Next Scan, einfach nur um die sich ändernden rauszufiltern. So, und jetzt erhöhe ich den einfach um 1, ganz normal. Gehe wieder raus, also tab wieder mit Alt Tab, hab ich wieder rüber. 7, Next, Next, Next. Also ich mache immer mehrere gleich mit der gleichen Zahl, weil die verändert sich ja nicht, die bleibt ja gleich. Und die jetzt sozusagen irgendwie hier umspringen, das sind dann die hier zum Beispiel rot angezeigt werden zwischendurch. Genau, da habe ich zum Beispiel auch rausgefunden, da hilft es, dass man dann einfach einen anderen eben zum Beispiel hier um 1 erhöht und dann nochmal reingeht und wieder nach 7 sucht, weil der mein 7er ist ja immer noch gleich, zack, und dann fliegen gleich auch nochmal ein paar raus und dann kann ich den jetzt wieder um 1 erhöhen, 8, pam, ja, da müssen am Ende so 4, 5 übrig bleiben, ich habe nochmal 9, also wenn man genug Punkte übrig hat, dann ist es kein Problem, das auch hilft, einmal kurz irgendwie Inventar aufmachen und dann wieder hier rein und dann nochmal einfach ein bisschen was machen, aber nee, da kommt nichts mehr. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, also einer müsste auf jeden Fall noch falsch sein, weil so 5 Werte sind es immer so, die ich anpassen muss, das ist jetzt genau einer mehr. Ich nehme jetzt trotzdem mal alle, das geht trotzdem, also da passiert jetzt nichts. Also bisher ist bei mir noch nichts schief gegangen. So, jetzt kann ich hier einfach, Maximum wäre irgendwie, glaube ich, 1000 oder so, ist glaube ich das Maximum, was ich herausgefunden habe. Also wenn ich auf 1000 stelle, dann kann ich keinen mehr ausgeben, dann ist es Ende. Aber was ich machen kann, ich kann noch mehr eingeben. Also jetzt einfach mal Jux halber, 999.999, wirklich mal fast 1 Million. So, wenn ich jetzt, hier ist noch die 9 drin, jetzt mache ich es zu, wieder auf, pam. Und ihr seht auch, mein Eigenschaftsrang ist auch jetzt auf 1.020.000 gesprungen. Also, er übernimmt es wirklich und es ist wirklich Erfahrung. Jetzt kriege ich 999.000% mehr Erfahrung. Und das kann ich mit jedem machen. Mit jedem einmal. Und auch mit denen, die ich nach... Es gibt hier sogar, habe ich inzwischen schon einen verdient, Kletterer
Und auf dem anderen Speicher stand Kletterer und ich glaube noch eins hatte ich irgendwie verdient. Also ich habe noch zwei neue dazu noch dazu bekommen. Und genau, und jetzt mache ich es mal mit noch mit einem Einser. Ich habe jetzt noch 8 Punkte verfügbar, machen wir hier mit schneller Finger. Also wir machen dann sozusagen nochmal einen New Scan. Eins, also immer auf nicht vergessen, New Scan nochmal zu drücken, dann, wenn ihr mehrere Sachen nacheinander suchen wollt. Da müsst ihr den letzten, den ihr fertig habt, abbrechen. New Scan first. Wow. Da ist immer so ein Rauschen drin. Komischerweise, okay. So, eins, da wird ihr jetzt nicht viel finden. Oder wird er sehr, sehr viel finden, aber wenn ich jetzt das auf 2 erhöhe, pam, dann bleiben nur noch 1000 jetzt übrig. 900, 800, wird immer weniger, seht ihr ja. Und je öfter ich sie suche, dann fliegen einfach immer mehr raus, die sich jetzt nonstop verändern. Und dann spare ich mir mehr oder weniger Punkte, weil mit jedem Suchlauf, den ich hier Next klicke, müsste ich einmal erhöhen, suchen, einmal erhöhen, suchen. Und das kann ich mir sparen, indem ich einfach ein bisschen warte, zack, und dann kickt da auf einmal wieder 50 Werte raus, weil die sich einfach verändern, dass sie sich laufend verändern. Der Werte, die jetzt einfach gerade in dieser Sekunde wirklich den Wert 2 annehmen. Was weiß ich, irgendein Partikel, was in der Koordinate 2 liegt, oder irgendein ein NPC, der irgendwas mit einer 2 hat, sozusagen, wahrscheinlich hat er irgendwie gerade mit 2 Schritte gemacht oder so, und dann, oder ist an der zweiten Kurve abgebrochen, also irgendwas mit 2 hat er zu tun, und dann fliegen die jetzt raus, weil die sich ja nonstop verändern. Dann kann ich die so alle rausfiltern, dann einfach immer öfter ein bisschen warten, dann muss man ein bisschen geduldig sein. So, das 3, dann kann man sich einfach Eigenschaftspunkte sparen. Wobei, sobald man das Buch eigentlich, das würde ich tatsächlich allen empfehlen, gleich einmal als allererstes, wenn ihr eins erhöht, das Wissen der Ältesten auf Max, also irgendwie 1 Million, geht bei mir, seht ihr, es stürzt nicht ab. Und dann kriegt ihr ja danach für jeden weiteren Gegner so viel mehr EP, dass ihr theoretisch Eigenschaftspunkte farmen könnt, mehr oder minder, und dann könnt ihr mit denen wiederum den Rest erhöhen. Also das allererste würde ich euch empfehlen, wenn ihr auch nur 10 Punkte habt, nicht verbrauchen, aufheben, damit das Buch, der Wissen der Ältesten auf Max bringen oder eben halt auf 1 Million bringen, meinetwegen, und dann damit Punkte farmen gehen. Und dann kann man mit den Punkten wieder hier, weil da kann man auch in ein altes Gebiet zurückgehen und da sich dann noch was farmen. Das funktioniert auch ganz super. So, jetzt rufe ich hier mal nach 3, nicht 23, 3. Next, zack, und dann fliegen da wieder ein paar raus. Jetzt machen wir nochmal 4. Also ich habe es übrigens geschafft. Ich hatte dann nur noch 4 Punkte übrig und habe ich es noch geschafft. Hier irgendwie, ich glaube, ich habe Vitalität, ich habe mit dem Buch angefangen, dann Vitalität und Kondition noch gemacht, und dann hatte ich noch 4 Punkte übrig und dann habe ich, glaube ich, noch schneller Finger und Segen des Hüters, habe ich beide dann nochmal auch erhöhen können mit den restlichen 4 Punkten. Also mit 2 Suchläufen kann man es auch hinkriegen. Da muss man aber geduldig sein. Ich habe jetzt, wie ihr seht, glaube ich, 3 Punkte ausgeben müssen, aber es geht auch mit 2. So, jetzt ziehe ich die wieder hier nach unten. 4, 4, 4. Wieder alle Value wechseln auf 999, 999 und Pam. Und euer Eigenschaftsrang checkt sofort. Er updatet nun diese Grafik nicht. Ich es zumache und einmal wieder aufmache. Pam. Schneller Finger. Nachladegeschwindigkeit um 1 Million% erhöht. Also, das ist schon. Also, das lädt dann wirklich schnell nach. Also, ich kann es euch mal zeigen. So. So, jetzt lade ich nach. Huch. Hat er doch nicht übernommen. Moment. Moment. Zack. Und ist nachgeladen. Jetzt machen wir es noch mit der Pistole nochmal. Klack. Nachgeladen. Man sieht die Animation gar nicht mehr, weil es, zack, man sieht nur so ein kurzes Zucken, weil das so schnell nachgeladen ist, dass es gar nicht mehr darstellen kann. Hier auch bei der Schrotflinte. Ich baller die mal leer. So. Und jetzt nachladen. Zack. Das dauert normalerweise ewig lange. Macht tak, 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 tak. Das ist so schnell. Und das kann ich, wie gesagt, mit jedem Attribut einmal machen. Mit jedem hier einmal auf 1 Million das hochsetzen und dann mit den Nachfolgen, die man kriegt. Also, wie gesagt, auch Eigenschaftspunkte vielleicht besser sogar aufheben für zukünftige, also nicht alles ausgeben, sondern wirklich aufheben am besten und für zukünftige Sachen, die man hier vielleicht noch freischaltet, dieser Kletterer oder so. Und noch eins, keine Ahnung, welches es war, dann kann man die auch noch auf Max bringen. Genau, und das nächste, was ich auch noch geschafft habe, dafür muss ich jetzt eben nochmal genau, hier einmal rum. So, dass er die Waffe wegsteckt. Ich So. habe keine Lust zu reden. So. Hey, du. Was ich nämlich rausgefunden habe, und das sind die nächsten zwei Sachen, was man eigentlich als eins zählen könnte.
Sicher? Ihr wisst doch, ihr könnt euch doch beim letzten Mal noch erinnern, dass ich hier gesagt habe, die Materialien vervielfältigen. Was viel, viel geiler ist, kann man sich das mit den Materialien vervielfältigen sparen im Grunde. Ich habe rausgefunden, und ich zeige jetzt mal anhand einer Rüstung. Ich nehme jetzt einfach mal, wo habe ich denn hier, gut, die Beinstiele sind jetzt auf Maximum, mit denen kann ich es nicht machen, aber ich nehme jetzt einfach mal die, hier, die Arbeitsstiefel des Plünderers, nehmen wir mal, die sind auf plus 10, wobei, nee, die sind auf plus 5, besser mit denen, so. Die Waffe, die Rüstung, die hat ja auch einen Wert plus 5. Und nach dieser ohne Plus, sozusagen nach dem Wert, kann ich auch suchen. Ich suche jetzt einfach mal nach 5. First Scan. Boah, ich weiß nicht, was er da jetzt gerade hat. So, Next Scan. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ton auch hören könnt. Falls ja, will ich es zu entschuldigen. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Wieso der beim Suchen am Anfang immer diesen Ton macht. So, jetzt kann ich das um 1 verbessern. Pam auf 6. So, jetzt suche ich nach 6. Weiter, 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 immer weiter suchen. 110, 108. Da müssen ganz, ganz viele rausfliegen. Da dürfen am Ende irgendwie nur so auch so 5, 6 Werte übrig bleiben. 90, 88. Ich erhöhe es nochmal auf 7. Next, next, next. Also, weil grundsätzlich das Maximum von so einem Equipment ist ja 20. Und sobald ihr das erreicht habt, könnt ihr das ja nicht mehr. Ist Schluss, dann kann man es nicht mehr verändern. Aber solange es noch das Maximum nicht erreicht hat, kann ich ja so danach suchen, weil ich es ja dann nonstop verändern kann. Und ich denke, mit 7 ist auch Schluss. 8. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Werte. Ich wette, da ist wieder einer dabei. Schau, hier sieht man es. Oh, das ist der springt so wild rum. Hier sind auch die zwei, die waren einfach so temporäre Werte, die er angenommen hatte. So, jetzt habe ich hier dieses. Diese Beinlinge des Abenteuers auf plus 8. So. Jetzt gehe ich hier hin. Value. Und setze den Value mal auf. Ich glaube, da gibt es ein Maximum. Ich glaube 330 oder sowas. Aber dafür muss ich hier 500 eingeben. Weil das ist kein direkter Wert. Es ist sozusagen ein Hexadezimalwert. Und mit 500 bewirke ich sozusagen, dass hier diese Beinlinge, jetzt wechsle ich einmal kurz das Inventar, also hier das Menü einfach, Waffen und wieder Rüstung und die Beinlinge ist 244. Das müsste aber höher gehen. Das müsste aber höher gehen. Moment, die zwei kann ich hier rauswerfen. Hoppla, das nicht. Die zwei, die hier so absurd hohe Werte haben, die kann ich hier rausschmeißen, weil das sind dann wieder zwei falsche. So, Chain Record, Value. Ich glaube 480 irgendwas. Bis dann. Das kann ich auch hier in meinem Inventar schnell nachschauen. So. 224. Change Record. Value. Mach mal 600. Nehmen wir mal. Ich glaube, ich mach mal so. 224. Ich weiß, es war 300, aber ich weiß nicht mehr, was ich dazu eingegeben habe, dass er da mir 300 gemacht hat. Value 900. Weiß Max, ich kann die Rüstung über Maximum machen. Also sie ist ja auf plus 200, sie hat ja auch 743 Rüstung. Dieser eine Stiefel hat jetzt hier, bietet mir einen Schutz von 1254 Punkten. Und Gewicht ist immer noch nur 4, also das Ding ist damit eigentlich das stärkste Rüstungsteil, was man haben kann. Das kann ich zwar mit jedem machen. Das heißt, ein Rüstungsteil, was natürlich noch höher ist, was dann aber wieder mehr wiegt, zum Beispiel die hier, das wiegt mehr. Aber wenn ich das so auf irgendwie 200 hochpushe, und das kann ich nicht nur mit den Rüstungen machen, das kann ich auch mit den Waffen machen. Zeige ich euch jetzt einfach mal. Einfach nur, damit ihr es mal gesehen habt, damit ihr nicht sagt, mit den Waffen klappt es nicht. Nein, geht. Also hier, wer weiß, 132, jetzt hat das auf 132 runtergestuft, warum auch immer. Ich denke, 500 ist der Wert gewesen und das war das Maximum. Ich glaube, irre ich mich da gerade. 244 ist Maximum, also mehr kann man wirklich nicht rausholen. Wenn man noch was Höheres eingibt, dann wird es wieder kleiner. Dann sozusagen übers Maximum hinausläuft. Sozusagen, also es ist wie, sozusagen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ich sozusagen nur bis, ja, beim Computer, also der Computer ist halt sozusagen so, hat seinen Adressraum von 1 bis, keine Ahnung, X
Und wenn ich über x gehe, dann fängt er wieder bei 1 an zu zählen. Also dann macht er nicht x plus 1 oder so, sondern also er geht nicht weiter, sondern er fängt wieder von vorne von 0 an. Und dann habt ihr wieder den Nullwert sozusagen. Also wenn ich jetzt 501 machen müsste, dürfte der eigentlich wieder bei auf plus 1 sein, der Stiefel. Deswegen kann ich den jetzt auch zum Beispiel nicht mehr verbessern. Er sagt auch maximales Level. Mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. Ja. Genau, und jetzt Waffen wollte ich euch zeigen. Ich zeig's euch ja in meiner Hand, ich zeig's euch in meiner Hand von dem Ödlandflegel. Der ist ganz geil. Den kann, also ich habe jetzt nur 5 Upgrades, die ich machen kann, weil dann ist mein verzinktes Eisen alle. Also dann brauche ich das nächste Material. Deswegen muss man jetzt hier vorsichtig sein. Also am besten so Waffen mit so niedrig wie möglich. Also wenn man es irgendwie noch plus 5 hat, vielleicht sogar noch am besten, dann die Waffe auf plus 5 lassen, weil dann ist sie stark genug, dass man ein paar Gegner noch killen kann. Und dann kann man sie auch gut vervielfältigen, weil dann hat man von plus 5 bis plus 15, also 10 Suchläufe, hätte man theoretisch Zeit, um das sozusagen zu vervielfältigen. So, jetzt gehe ich mal hier hin und sage 10, First Scan. Boah. So, 10. Der ist ja auf Level 10. So, jetzt verbessere ich ihn einmal auf 11. Das muss ich aufpassen. Weil wenn ich die 15 erreiche, kann ich ja nicht mehr verbessern. Und dann bin ich raus. Und wenn ich dann nicht wenn ich dann immer noch so irgendwie 10 oder 20 Werte habe, dann wird es schwierig. So, 11, next. Deswegen klicke ich hier ganz, ganz oft Next Scan und warte immer so ein bisschen. Ich gehe immer wieder rein. Was ich zum Beispiel auch festgestellt habe, wenn ich zum Beispiel eine andere Waffe dann einmal oder ein anderes Item einmal verbessere. Ich gehe zum Beispiel jetzt hier hin und würde jetzt hier diese Kapuze am 1 verbessern. Gehe dann wieder hier rüber und suche jetzt nochmal nach 11. Zack, dann fliegen plötzlich so viele raus, weil dann habe ich etwas anderes verändert. Dann hat er die Werte kurz aus dem RAM geschmissen und jetzt sind nur noch die 11er Werte tatsächlich von dem Ödlandflegel wieder drin. Und wenn ich den jetzt wieder um 1 verbessere, dadurch kann ich sozusagen meine Suchrange nochmal erweitern, wenn ich nochmal was anderes, was ich eh nicht haben will oder was ich eh nicht brauche, einfach um 1 verbessere. Das kann auch ein plus 1 Teil sein, es ist egal, einfach um noch 1 verbessern und dann kann ich das, was ich ja dann über Max bringen will, nochmal suchen und zack, jetzt bleiben mir auch nur noch die 4 Werte übrig. Die ziehe ich hier runter. Change Record Value und jetzt wieder meine 500. Zack. So, jetzt wechsle ich einmal nur das Menü. 244 und er macht jetzt 1574 Schaden mit einem Schlag. Das ist meine Ansage und das kann ich mit jeder Waffe machen. Solange sie nicht rot ist oder also eben solange ich noch Material habe. Und solange ich nicht das Maximum erreicht habe von der Waffe, also so wie zum Beispiel eben hier, maximales Level, weil jetzt kann ich sie ja nicht mehr verbessern, das heißt, dieser Wert ist jetzt festgenagelt, den kriege ich nicht mehr verändert, ist aber auch Wumpe, weil das ist über Maximum, also über zwei, alles was über Maximum ist, finde ich, ist schon geil und ja, macht auf jeden Fall dann Spaß, da kann ich mit so einer Nahkampfwaffe hingehen, patsch, und dann haut es einfach mal 3 Gegner auf einmal um. Genau. Und das waren also Waffen und Rüstungen waren die 2 Sachen und wie gesagt die passt da draußen gut auf hier die Eigenschaften, nenne ich es jetzt mal, die ich erhöhen kann. Das kann ich mit jedem machen, aber ich habe es jetzt mal mit den beiden hier gezeigt. Einfach nur, damit ihr seht, mit dem 5er und aber auch mit dem plus 1er, wenn ihr so mehrere auf plus 1 habt, dann geht's auch. Ich muss nur öfter filtern. Genau, das wollte ich euch noch gesagt haben und damit haben wir, denke ich, alles durch. Wir haben Materialien, wir haben Verbrauchsgüter, wir haben Rüstung, Waffen, Level, Munition könnte ich noch schauen, ob das geht. Das wäre vielleicht noch ein Versuch, das habe ich tatsächlich noch gar nicht probiert, aber ich denke, Munition braucht man nicht, weil, ich gehe mal kurz nochmal in mein Inventar, hier gibt es ja diese Munitionskisten. Und davon kann ich mir ja auch theoretisch unendlich cheaten. Also 9000 oder wie viele. Und die füllt mir ja einmal komplett mein gesamtes Magazin wieder auf. Also vor allem meine gesamte Munition. Ich kann jetzt alles verballern. So, 72. Seht ihr, wie viel mir noch übrig bleibt immer. So, ich verballer einfach mal alles. So. Jetzt habe ich 0. So, jetzt gehe ich da hin. Nehme so eine Munitionskiste. Verwenden. Das kann ich auch mitten in der Mission machen. Zack, und ich habe wieder 105. Und im Grunde bräuchte ich es eigentlich nicht. Ich würde jetzt aber trotzdem mal versuchen, vielleicht das Magazin unendlich zu machen, weil da muss ich nämlich... Aber, also, man muss sich überlegen, was will man eigentlich?
Weil ab einem Punkt, wenn man OP ist, was will man? Doppel-OP oder was? Also, ich habe ja hier eh schon diese mega schnelle Nachladegeschwindigkeit, wofür dann noch das Magazin vergrößern, weil dann ist ja die Nachladezeit wieder hinfällig. Dann kann ich mir das sparen. Oder aber ich gehe halt hin und mache mir mein, was ich unten habe, unendlich. Aber das kann ich ja wieder dadurch kompensieren, dass ich einfach von den Munitionskisten 10.000 Stück mitnehme, weil davon kann ich ja einfach kaufen, wenn ich genug Geld habe. Gehe ich einfach zum Händler, kaufe mir davon 9.000 Stück und ja, und dann habe ich genug Munition für immer. Dann brauche ich mir, also ich kann es jetzt mal probieren, einfach nur, dass ihr es gesehen habt, ob das geht. Ich versuche jetzt mal mit dem Magazin 15. Versuche ich es mal. Bei der Schrotflinte oder beim Präzisionsgewehr wäre es vielleicht noch interessant. Aber bei der Pistole ist, denke ich, weil die sind halt doch stärker. So, 15. So, jetzt verballer ich mal einen Schuss. 14. Das Geile ist, die kann ich auch jederzeit nachladen. Dadurch wird der Wert ja auch wieder erhöht. Und dadurch kann ich ja unendlich oft suchen. 13. Zack. Jetzt bleiben mir drei Werte über. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier etwas eingebe. Zack. So, jetzt muss ich die Mausempfindlichkeit kurz runterregeln. So, weil die war eben zu hoch. Change Record, Value. Und jetzt gebe ich hier einfach mal 130 ein. Einfach mal so zum Test. So, wenn ich jetzt... Ja! Aber jetzt ist dafür mein ganzes Magazin unten. Die untere Zahl ist auf 0 gesprungen. Er hat jetzt einfach mein gesamtes Magazin, also alles, was ich dabei habe, sozusagen, also alles, was ich an Munition dabei habe, komplett ins Magazin reingezogen. Das heißt, ich kann das nicht über Maximum bringen, also auch wenn ich jetzt hier 200 eingebe, es bleibt bei 108. Was ich jetzt machen könnte, ich benutze jetzt mal so eine Munitionskiste. So, jetzt hat er noch unten 12 nachgefüllt. Jetzt ist die Frage, kriege ich diese... Ah gut, jetzt müsste ich alle... kann ich nicht nachladen. Okay, dann versuchen wir es mit der hier. 21, suchen wir jetzt mal nach 21. Dieser Ton, schrecklich. Next Scan, Next Scan. Aber er hat mir hier schon die 7, hat er mir hier, seht ihr, ich habe die Waffe gewechselt und jetzt ist dieser Wert, der vorhin für die Pistole stand, ist jetzt hier auf 7 gesprungen. Wenn ich jetzt wieder auf die Pistole wechsle, springt er wieder auf 90. Also anscheinend ist dieser Bereich, dieser Adresse hier fest dem, ja, der Pistolen, dem Pistolenmagazin zugewiesen. Das heißt, wenn ich das Schrotflintenmagazin suche, werde ich da wieder das gleiche finden. Aber ich will jetzt nicht die Schrotflinten, das Magazin, sondern die untere Zahl will ich suchen, nämlich die 21. Das heißt, da verballere ich jetzt einfach mal einen Schuss, zack, nachladen, 20. Nicht nachladen, nicht vergessen jetzt, weil ich will das ja rüber haben. Ich will ja, dass jetzt der untere Wert sich verringert. Zack, 18. Ich habe jetzt zwei verschossen, damit sich der Wert um etwas mehr verändert. 18. Next. So, es bleiben noch zwei Werte wieder übrig. Jetzt bin ich mal neugierig. Es ist der eine sogar schon wieder umgesprungen. So, wenn ich jetzt hier Chain Record Value 200 mache beispielsweise. 17. Und nee, und springt auch wieder um. Also ich kann das nicht. Ich könnte es vielleicht, ich versuche es mal hier mit Active. Versuche es mal einzufrieren. Nee, geht nicht. 15. Er bleibt hier zwar also auf 17, aber der andere irgendwie, also das untere lässt sich nicht manipulieren. Das Magazin auch, aber was dann passiert ist einfach, er nimmt die gesamte Munition ins Magazin rein. Dann muss ich auch nicht mehr nachladen, bis halt die Munition alle ist. Und dann muss ich ja dann alles spätestens sowieso wieder hier in der Munitionskiste benutzen, damit ich meinen, ja, wieder Munition habe. Und ich denke, wenn man, ob man das haben will, also mir wäre die Variante mit den Munitionskisten am liebsten. Generell spricht jetzt nichts dagegen, muss man halt nicht nachladen, dann kann man sich theoretisch das Aufwerten von dem schnellen Fingerskill sparen, weil dann hat man sozusagen ja eh die ganze Munition im Magazin drin, also ein 100-Schuss-Magazin so gesehen, und dann kann ich so lange ballern, bis halt meine Munition weg ist. Nachladen kann ich dann halt erst, wenn mein Magazin wieder leer ist. Ist die Frage, ob man das will. Genau, aber ich will euch jetzt auch nicht mehr zu lange aufhalten, also das war's erstmal. Dann waren es jetzt doch vier Tricks, vier Cheats. Wobei, nochmal drei. Munition, Rüstung und Waffen und eben die Eigenschaften. Oder ich nenne es jetzt mal Attributpunkte. Skillpunkte, Attributpunkte, Eigenschaften. Kann man nennen, wie man will. Ich bin auf jeden Fall fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und mein Gelaber ertragen habt,
dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal und drückt auf die Glocke, nicht vergessen, dann verpasst ihr auch nichts. Genau, und dann sehen wir uns vermutlich im nächsten Video wieder. Also danke fürs Zuschalten, schönen Abend euch noch und Cheerio!